Wenn Sie gesetzlich versichert sind, werden Sie ab dem kommenden Jahr wohl mehr Geld zahlen müssen. Denn den Krankenkassen geht es finanziell schlecht. Es fehlen Milliarden. Darum soll jetzt der Zusatzbeitrag erhöht werden, offenbar um bis zu 25 Euro im Monat. Konkret werden im kommenden Jahr wohl 47 Milliarden Euro fehlen. Fachleute haben daraus eine nötige Erhöhung des Zusatzbeitrages auf 2,5% errechnet. Ein Plus von 0,8 Prozentpunkten. Wie sehr der Beitrag dann tatsächlich steigt, hängt von Kasse zu Kasse ab. Britta Buchholz hat die Details. Die Kosten explodieren. Gerade die Behandlung in Krankenhäusern ist teuer für die gesetzlichen Krankenkassen. Und auch die Ausgaben für Arztbesuche und Arzneimittel steigen und steigen. Noch zwei weitere Gründe sieht der Gesundheitsminister: die Inflation und höhere Löhne. Damit Beiträge in Zukunft stabil bleiben, wirbt er für seine Lösungen. Wir müssen diese schmerzhaften Strukturreformen jetzt machen. Digitalisierung, Krankenhausreform, Entbürokratisierung auch der Praxen und der Krankenhäuser. Und nur durch diese Strukturreformen und mehr Vorbeugung kommen wir aus der Spirale stetig steigender Beiträge, kommen wir heraus. Die jetzt fehlenden Milliarden müssen wohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufbringen. Die gesetzlichen Krankenkassen wünschen sich aber höhere Zuschüsse vom Bund. Das scheint derzeit ausgeschlossen. Appell. Wir können nicht Versicherte und Arbeitgeber immer weiter mit Beitragssatzerhöhungen belasten. Wir müssen auch in Zukunft das System so aufstellen, dass die Versicherten gut versorgt werden, dass es eine gute medizinische Versorgung gibt, dass es aber auch finanziell im Gleichgewicht bleibt. Wie sehr der Zusatzbeitrag wirklich steigt, entscheidet jede Krankenkasse für sich. Experten warnen vor einem historischen Höchststand. Je nachdem, wie die Beitragsbemessungsgrenze dann am Ende steigen wird zum Jahreswechsel, können das bis zu 300 Euro pro Jahr für die, sagen wir mal, Besserverdienenden bedeuten. Zwischen 8 und 25 Euro pro Monat zusätzlich könnten es für viele gesetzlich Versicherte werden, je nach Einkommen. Die Lage bleibt angespannt. Kanzler gegen Oppositionsführer. Das war das bestimmende Rededuell heute im Bundestag. Nach der Regierungserklärung von Kanzler Scholz zum EU-Gipfel, der morgen beginnt, war Unionsfraktionschef Merz dran. Eines der großen Themen der hitzigen Debatte: die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Die Einzelheiten von Lars Bonsack. Trotz kommendem EU-Gipfel zu dem Thema über Migration will der Kanzler nicht sprechen. Stattdessen erklärt Scholz, wie er Deutschlands Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen will, vor allem mit einer auf die Industrie gerichteten Politik. Eigene Fehler sieht er nicht, für die derzeitig schlechte Lage macht er eher die Union verantwortlich. In den letzten Jahrzehnten ist hier in Deutschland zu viel liegen geblieben, damit wir unser gesamtes Potenzial ausschöpfen können. Und in den letzten Jahrzehnten hat sehr viel die CDU-CSU Verantwortung in Deutschland gehabt. Für den Oppositionschef steht der Kanzler mit dem Rücken zur Wand. Die Verantwortung für die Konjunkturflaute müsse die Regierung schon bei sich suchen. Nach 3 Jahren sind in Deutschland 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen. Das ist doch nicht die Erblast der alten Regierung, der Sie übrigens länger angehört haben als wir. Das ist doch das Ergebnis Ihrer Wirtschaftspolitik der letzten 3 Jahre. Die Grünen, denen nachgesagt wird, nach der nächsten Bundestagswahl mit der Union regieren zu wollen, attackieren Friedrich Merz. Sie haben sich entschieden, der Verteidiger von Atomkraft, Ölheizung und dem fossilen Verbrennungsmotor zu werden. Sie sind der Gralshüter von veralteten Technologien des letzten Jahrtausends. Ein vom Kanzler einberufener Gipfel mit der Industrie wird ausgerechnet vom eigenen Koalitionspartner kritisiert. Ja, es ist richtig, den industriellen Kern, ein Rückgrat unserer Volkswirtschaft, herauszustellen. Aber zum Rückgrat unserer Volkswirtschaft gehört eben auch der deutsche Mittelstand, gehören die Start-ups, gehören die Handwerksbetriebe. Deswegen ist meine Erwartungshaltung an die Bundesregierung, nicht ausschließlich über Industriepolitik zu sprechen. Opposition gegen Regierung, FDP gegen Kanzler. Die Debatte gibt schon mal einen Vorgeschmack auf die politische Gefechtslage bis zur Bundestagswahl. Diana Zimmermann, die Themen Asyl und Migration hat der Kanzler ja gar nicht angesprochen. Warum? Das hat sich Friedrich Merz auch gefragt, und zwar laut im Bundestag. Seine Antwort: der Kanzler habe eine, Zitat, vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede gehalten. Richtig ist, die SPD will die Industriepolitik zu ihrem großen Wahlkampfthema machen. Und angesichts der desolaten Wirtschaftslage gibt es hier ja auch Handlungsbedarf.
Richtig ist aber auch, dass Scholz sich bei diesem Thema seiner Fraktion gegenüber kämpferisch und zukunftsgerecht zeigen konnte, so wie sie ihn haben wollen. Sehr viel besser jedenfalls als bei dem auch in der SPD umstrittenen Sicherheitspaket. Wie will der Kanzler denn wirtschaftlich noch was reißen? Die nächste Bundestagswahl ist ja schon in einem knappen Jahr. Ja, und Scholz glaubt ja, dass es ihm bis September 25 noch gelingen kann, zu zeigen, dass er Recht gehabt habe, dass der Standort Deutschland von der Ampelpolitik profitiere. Dazu gibt er sich als selbsternannter Retter der deutschen Industrie und will jetzt einen Pakt für diese schließen mit Unternehmern, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden. Der Bundesverband der deutschen Industrie begrüßte das. Die Union allerdings hatte dafür und für des Kanzlers Ankündigung, er werde sich ab morgen in Brüssel für einen Abbau von Vorschriften und mehr Freihandelsabkommen einsetzen, vor allem Spott übrig. Vielen Dank für die Einordnung, Diana Zimmermann. Blicken wir jetzt auf den Umgang mit Schutzsuchenden. Da setzt Italien seit heute auf Abschiebelager außerhalb der EU. Rom will auf dem Meer aufgegriffene Flüchtlinge nach Albanien bringen. In zwei neu gebauten Lagern sollen bis zu 3000 Flüchtlinge haftähnlich untergebracht werden. Dort will Italien Asylanträge und Abschiebungen schneller prüfen und abwickeln. Es betrifft nur Männer und Asylsuchende aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Die Lager kosten Italien etwa 670 Millionen Euro. Heute sind dort die ersten Flüchtlinge angekommen. Christian von Rechenberg. Ankunft in Albanien am frühen Morgen. Für 16 Männer aus Bangladesch und Ägypten beginnt in der Hafenstadt Shenzhen das erste EU-Asylverfahren außerhalb der EU. Dies ist ein neuer, mutiger und beispielloser Ansatz, ganz im Sinne des europäischen Geistes. Er bietet alle Voraussetzungen, dass auch andere Nicht-EU-Staaten diesen guten Weg einschlagen. Der Weg sieht vor, über Asyl außerhalb der EU zu entscheiden, im Schnellverfahren. Wer nicht schutzwürdig ist, etwa weil er aus einem sicheren Land stammt, soll aus Albanien heraus abgeschoben werden, bevor er die EU überhaupt betritt, so der Plan. Amnesty International hat sich verschiedene Auslagerungsmodelle der Vergangenheit gründlich angeschaut. Und die sind alle menschenrechtswidrig aus praktischen und rechtlichen Gründen. Unter anderem, da den Flüchtlingen auch in Albanien weder Rechtsbeistand noch Rechtsberatung zukämen. Stattdessen erwarteten sie gefängnisähnliche Zustände. Albaniens Regierungschef sieht sich nicht in der Verantwortung. Das ist ein Abkommen, das Albanien mit Italien geschlossen hat. Es überträgt Italien die Gerichtsbarkeit innerhalb der Zentren und Italien kümmert sich um den gesamten Betrieb. Hier endet der europäische Traum, beklagen Aktivisten vor dem Lager. Der Traum von Demokratie und Werten. Wir sind hier, um gegen das vorherrschende Narrativ zu kämpfen, dass diese Vorgänge gut sind und ein Vorbild für Europa. Ein teures, zudem knapp 140 Millionen Euro pro Jahr. Um, so Kritiker, innenpolitisch schnelle Lösungen gegen illegale Migration zu bieten, deren Wirksamkeit fraglich sei. Seit gut einem Jahr sitzt Alfons Schubeck in Haft, verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Jetzt gibt es eine neue Anklage gegen den Unternehmer und Starkoch. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm zahlreiche weitere Straftaten vor. Unter anderem soll Schubeck Hunderttausende Euro Corona-Hilfen und andere Subventionen erschlichen haben. Gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger sind Ermittelnde in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden vorgegangen. Wohnungen und Geschäftsräume wurden durchsucht und drei Menschen festgenommen. Die Verdächtigen sollen im Frühjahr des vergangenen Jahres in Millionenhöhe Geld erbeutet und Schäden verursacht haben. Die meisten Automatensprengungen haben in Deutschland, vor allem in Rheinland-Pfalz, stattgefunden. Mit gefälschten Steuerbescheiden versuchen Betrüger, Geld zu erbeuten. Davor warnen jetzt die Behörden in mehreren Bundesländern. Die Betrüger würden per Post eine Steuernachzahlung fordern. Als Absender werden demnach die jeweiligen Finanzämter mit unzutreffender Anschrift angegeben oder die Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland. Wer zweifelt, soll beim Finanzamt nachfragen und im Betrugsfall Anzeige erstatten. Gestern war die beliebte Mausstatue aus der Kölner Innenstadt verschwunden. Inzwischen ist klar, dahinter steckt eine politische Aktion. Und die Figur, bekannt aus der Sendung mit der Maus, ist auch wieder aufgetaucht. Überraschend heute Morgen vor dem ZDF-Gelände in Mainz. Mit ihrer Entführung will die Kampagnenorganisation Campact ein Zeichen setzen. Gegen die drohenden Streichungen bei den Bildungsangeboten von ARD und ZDF. Nach einer kleinen Tour durch Deutschland werde man die Maus wieder wohlbehalten nach Hause bringen.